Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Terranigma. Ja, wir sind ja immer noch damit beschäftigt, die Weltwirtschaft voranzutreiben. Und natürlich ist auch das wieder Thema dieses Parts. Und wir machen uns natürlich so gleich dran. Im letzten Part haben wir ja einiges erreicht. Liberita ist jetzt auf 100% gebracht. Sieht richtig schick aus hier. Wir können nochmal ein Foto machen von der entwickelten Stadt, oder? Seeheim ist leider abgebrannt. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Aber wir haben da Spendengesuche bzw. neuen Briefe erhalten, die wir verteilen sollen in der Welt und weitergeben sollen an möglicherweise, also an Leute, die möglicherweise helfen können. Und ja, das nehmen wir heute mal in Angriff. Und außerdem wollen wir die Goldküste noch ein wenig ja, helfen. Wir wollen den Luftverkehr zur Goldküste bringen, ne? Indem wir die Landebahnskizze, die wir im letzten Part von Will erhalten haben, zum Bürgermeister bringen, damit dieser eine wunderschöne Landebahn bauen kann. Aber vorher reise ich jetzt nochmal nach Europa. Wir gucken uns nochmal Loire an. Nach Aola brauchen wir ja nicht. Da haben wir ja letztes Mal festgestellt, da sind wir auf 100%, ne? Ah, seht ihr? Da hat sich nämlich auch einiges getan. Eieiei, da will ich jetzt unbedingt mal reingucken. Boah, geil, oder? Boah, guck mal, wie schön das hier geworden ist jetzt. Ich muss gerade den Fotoapparat nochmal auspacken. Ah, den haben wir noch. Geil, oder? Oh, und scheiße, ist das jetzt fett oder was? Wenn man sich überlegt, was der größte und genialste Künstler aller Zeiten, Marcels Galerie. Der Marcel. Wenn man sich daran erinnert, wie es hier mal aussah, oder? Und wie sich das jetzt entwickelt hat hier. Dank Jane hat sich Loire so gut entwickelt. Ja. Ach, guck mal, der Hund. Der Hund hat jetzt auch eine Besitzerin gefunden. Oh, ist das geil, oder? Hallo? Ah, die mag gar nicht mit uns reden. Ja, gucken wir mal, wie es Marcel jetzt geht und wie seine Hütte jetzt aussieht, oder? Alter Schwede, guck mal, was für ein Atelier der hat. Ist das fett, oder was? Oh, Mann. Ah, ich hab gerade ein dickes Grinsen auf den Augen. Der hat sogar hier eine Bedienstete. Geil. Suchst du Marcel? Er ist in seinem Atelier. Ja, gehen wir doch mal Hallo sagen, oder? Schließlich sind wir ja für seinen Erfolg maßgeblich verantwortlich. Hallo. Bevor ich berühmt wurde, dachte ich, ich male nur aus Leidenschaft. Nun male ich wie eine Maschine, um Geld zu verdienen. Das ist nicht gut. Ich verkaufe meine Bilder zwar, aber sie gefallen mir nicht mehr. Oh. Ja, dann back to the roots, Marcel, oder? Aber weißt du was, wenn du so viel Geld hast, dann kannst du doch bestimmt... Was ist das für ein Brief? Eine Stadt zerstört durch Feuer. Aha. Eine Stadt in Not. Ich habe jetzt genügend Taler. Ich schicke etwas Geld, damit die Leute die Stadt wieder auf... Was? Damit die Stadt wieder aufgebaut wird. Super, genau das hatte ich vor. Ich habe etwas gelernt, dass man Freiheit nicht mit Geld erkaufen kann. Aber man kann Menschen mit Geld helfen. Sehr gut. So, ich werde mal den Brief wieder ablegen, weil ich will erstmal hören, was die Leute sagen, ohne den Brief. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwen anquatschen, der... den Brief haben will, ne? Und dann sagt er nämlich was anderes, glaube ich. So, nehmen wir mal ein Fotoapparat wieder und können wir mal fürs Touristenbüro machen wir hier ein Foto von, oder? Geht natürlich nicht. Wir tun jetzt einfach so, als hätten wir ein Foto gemacht, ne? So geheim mit der Handycam, wisst ihr ja noch, ne? So, was war hier? Werkstatt, Handwerker Pierre. Alles klar, der Pierre. Ah, guck mal hier, ey, der hat ja auch ein richtiges... Meine Güte, der hat hier... Arbeitskräfte und alles. Hat eine richtige Firma jetzt. Ich liebe die sensible Mechanik dieser Kameras. Diese Kontur, die Form. Ich bin überwältigt. Kamera? Ein seltsames Wort. Pierres Kameras sind nicht nur in Loire, sondern weltweit bekannt. Geil. Das finde ich echt cool gerade. Das gefällt mir. Guck mal, ein Fernseher. Die haben einen Fernseher. Oh. Ich will jetzt viele Kameras herstellen und sie dann verkaufen. Die Nachfrage ist sehr, sehr überwältigend. Super, Pierre. Freut mich, dass du mit deinen Kameras Erfolg hast.
So, und die Geschäfte müssen wir jetzt eigentlich nicht. Guck mal, das Blumenmädchen. Musst du mir immer noch Blumen andrehen? Magst du Blumen? Alles klar, okay. Weißt du was? Nein. Du lernst einfach nicht dazu. Oh, geil, oder? Schönes Foto. Jeder Song kostet 3 Taler. Willst du was hören? Gut, lass uns ein Lied hören. Das Stück heißt Loire Mon Amour. Sagt man das so? Mon Amour? Oh, schön, oder? Schön. Das Schloss wurde nach dem Tod des Königs für jedermann geöffnet. Man will dort ein spektakuläres Wettessen veranstalten. Da kicke mal an. So, gehen wir mal hier rein. Vielleicht sind da auch ein paar neue Leute. Eieiei, wie groß das hier alles geworden ist. Ah, gucke mal hier, gucke mal hier. Hallo, hier gibt es leckeres Essen. Du zahlst 10 Taler im Voraus. Na, so ein Milchkaffee, den können wir mal nehmen, ne? Da trinke ich jetzt auch mal einen. Ja, so. Ah, lecker. Komisch, dass du am Schalter essen willst. Ja, das ist, könnte doch egal sein, oder? Guck mal, den Typen da können wir auch nochmal ansprechen, ne? Vielleicht ist das ja Heidi. Ich weiß nicht mehr, wie Heidi aussah. Heißer Kaffee. Croissants. Ich bin schon ein toller Hecht. Alles klar. Ja. Typ mit lila Haaren, das muss schon ein toller Kerl sein, ne? Die Bar. Cool. Die Getränke sind gut, die Frauen hübsch. Kein übles Plätzchen. Wie wär's, wenn du mir einen Drink spendierst? Können wir machen. Kriegst du einen. Wow, das wird langsam echt beunruhigend. Ich finde das so geil, dass das alles jetzt so modern geworden ist hier. Hallo? Hallo? Guck mal, da hängen die Telefone vom Sam, habt ihr gesehen? Ach man, cool. Alter, wie luxuriös die Zimmer jetzt sind. Guck doch mal, ist das geil oder was? Ich komme ja aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Jetzt weiß ich auch, warum mir das Spiel so im Gedanken geblieben ist. Warum? Ein Mädchen und ein Pinguin? Ja, das sind so alte Tipps, die brauchen wir nicht mehr. Auf einer kleinen Insel im Norden lebt ein sehr reicher Mann. Ah, siehste, da in England, ne? Da können wir auch so einen Spendenbrief, glaube ich, hinbringen. Danke für den Tipp. Finde ich super. Scheiße, wie viele Briefe habe ich noch? 8 Stück, ne? Ich habe erst einen abgegeben. Oh Gott. Loire, okay. Ich bin so gespannt, was aus dem Croissant-Verkäufer geworden ist. Ob der jetzt richtig gute Croissants verkauft. Ah, wie es hier aussieht, meine Fresse, ey. Das ist ja unglaublich. Rocco Apartments, Informationen bei Loire Immobilien. Steht. Rocco Apartments 101. Informationen bei Loire Immobilien. Hallo. Ich habe die Chance genutzt und ein Ölgemälde gekauft. Es ist das Werk eines Künstlers aus Loire. Ah, ich kenne ihn sogar persönlich. Hier steht vor der Glotze. Wenn du eine Wohnung willst, musst du dich an Loire Immobilien wenden. Ach genau, ich kann auch eine Wohnung kaufen. Ah, oh, ja, das will ich machen. Da habe ich jetzt Bock drauf. Hallo. Ich liebe es, von diesem Balkon aus die Stadt zu betrachten. Super. Okay, wo ist denn Loire Immobilien? Ich will jetzt auch eine Wohnung haben. Oh Gott, jetzt habe ich einen Brief abgegeben und schon wieder 10 Minuten gespielt. Aber das findet ihr doch auch geil, oder? Wie die Stadt hier wächst. Das ist Miefter Apartments. Müssten wir die auch kennen? Miefter? Das sagt mir jetzt gerade nichts. Hi. Mutter. Sie machte sich große Sorgen um Prinzessin Melina. Hi. Ohne Oma scheint das Haus größer und so leer und einsam.
Ach, das ist doch hier dieses Haus, ja, wo diese alte Omi dann im Hinterzimmer saß, ne? Und die auch nur noch so komische Sachen von sich gegeben hat, glaube ich. Oh, ist die jetzt gestorben, oder was? Ich bin Miefta. Mir gehört dieses Gebäude. Früher hatte ich einen grässlichen Job, Toiletten reinigen. Deshalb kann ich mich nicht mehr ohne Hut auf die Straße wagen. Den Zusammenhang verstehe ich jetzt nicht. Aber gut. Rede bloß nicht von Hahn, wenn Vater hier ist. Ach so, vielleicht, weil er die Toiletten gereinigt hat mit irgendwelchen Chemikalien und seine Haare verloren hat? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Was für riesen Apartments jetzt hier sind, ey. Ist ja echt cool, Mann. Ich bin so gespannt, wie Liberita und Seeheim später noch aussehen werden. Gut, hier gibt es also nichts mehr zu sehen. Ich finde das toll, was wir hier so erreicht haben. So, wo ist denn hier dieses Immobilien... Nein. Das Immobilien-Ding. Ich will eine Wohnung kaufen. Qualität und Billigpreise beim Möbelhaus Patrick. Eigentumswohnung und Häuser. Loire Immobilien. Zack. Suchst du nach einem neuen Zuhause? Ja. Ein eigenes Heim? Das klingt gut. Was kostet sowas? Wir haben tolle Wohnungen, die 800 Taler kosten. Was meinst du? Natürlich kaufen wir. Deine Wohnung ist bei Rocco im Apartment 101. Hier ist der Schlüssel. Ark erhält den Wohnungsschlüssel. Bam. Ja. Cool. Und zwar meine Wohnung in Europa. Deine Wohnung ist bei Rocco 101. Der Schlüssel öffnet die Tür. Alles klar. Ich nehme mal an, hier im Möbelhaus können wir uns gleich Möbel kaufen. Aber jetzt gucken wir erstmal rein, wie es ohne Möbel ausschaut. Ne? Damit wir den Unterschied mal gesehen haben. Ja, mei. Oh, da müssen wir jetzt den Schlüssel extra anlegen. Naja, was ist jetzt der falsche? Ah, alles klar. Der Riegel öffnet sich. Zack. Okay, haben wir eine Einzimmerwohnung gekauft. Ja, okay, für 800 Taler, was will man da erwarten, oder? So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal ins Möbelgeschäft. Hallo. Magazine. Was habt ihr denn hier zu bieten? Guten Tag. Wir haben die besten Möbel im ganzen Land. Sage mir, wenn dir etwas besonders gut gefällt. Achso, ich darf jetzt aussuchen, oder was? Also ein Bett wollen wir haben, ne? Das ist ein warmes und bequemes Bett. Extrem flauschig. Das kostet 100 Taler. Das nehmen wir natürlich. Wir liefern sogar nach Hause. Alles im Service mit inbegriffen. So, einen Kleiderschrank brauchen wir. Der größte und beste Kleiderschrank in meinem Sortiment. Das kostet 100 Taler. Den kaufen wir natürlich auch. Der gefällt mir, den kaufen wir. Ein Bücherregal wollen wir auch haben. 100 Taler. Jetzt habe ich gerade gelesen, was so toll ist an dem Ding. Scheiße. Naja, hier könnt ihr nochmal Pause machen. Hier die Kommode nehmen wir auch mit, oder? Geht nicht. Aber den Tisch? Geht nicht. Ein Teppich wird deine Wohnung noch schöner machen. Der kostet 100 Taler. Verschönern? Ja, klar. Kaufen wir. Ne? So, können wir die Uhr hier auch mitnehmen? Nee. Aber hier, so ein Computer hätte ich gern. Schade, das kann ich wohl nicht mitnehmen. Tisch kann ich auch nicht mitnehmen. Doch, nee. Jeder Haushalt braucht einen Tisch. Der kostet 100 Taler. Nehmen wir, dankeschön. Ja, super. Ja, habe ich jetzt die Lampe und so auch mitbekommen? Ich hätte gern die Uhr. Guck mal. Und ich hätte gern ein Telefon und einen Fernseher und... Mal gucken, wie es jetzt ausschaut. Oh, dieser blöde Pad.
Zap, zap. Hinein in unser trautes Heim. Geil, oder? Können wir sogar speichern? Ich glaube, da können wir jetzt auch einfach schlafen, ne? Ohne was zu kaufen, bezahlen, zu mischen. Ach, herrlich. Eine Wohnung in Frankreich. Was will man mehr, oder? Wir haben es echt geschafft. Wenn man sich überlegt, dass wir mit einem steinigen Erdball angefangen haben und wie weit wir es jetzt gebracht haben. Echt Wahnsinn. So, wer hat denn hier gehaust? Jane. Ach, der Bürgermeister, genau. Oh, guck mal, was für ein riesen Arbeitshaus jetzt hat. Das ist ja das Ratshaus, ne? Wir diskutieren mit den Menschen, um ihre Wünsche zu berücksichtigen. Sehr gut. Gefällt mir. Jane hat sein Haus geöffnet. Die Leute offenbaren immer ihre Wünsche. Jane ist ein toller Mann. Ich wünschte, ich wäre so wie er. Ja, Gott sei Dank, dass wir ihn gewählt haben, ne? Na, alles fit bei dir? Glück und Frieden können nicht nur auf materiellen Gütern basieren. Ich will den Leuten helfen, ein besseres Leben zu führen. Louise ist echt nett geworden. Besser könnte es nicht sein. Ich glaube, Louise war dieser Säufer, ne? Der auch zur Bürgermeisterwahl angetreten ist, den wir auch hätten wählen können. Ach, das freut mich, dass es jetzt für beide gut ausgegangen ist. Hat einen guten, soliden Job, ja, beim Bürgermeister. Echt klasse. So, was haben wir hier? Ja, ein schwerreicher Mann. Ja, da gehen wir nochmal hin. Oh, guck mal hier, der Weinladen, der hat sich auch gemacht. Na? Hat sich dein Wein jetzt auch auf der ganzen Welt verkauft, wa? Seit ich dir den Wein gab, haben viele Leute danach gefragt. Ich kann die starke Nachfrage nicht mehr befriedigen. Wahnsinn. Ich mag kein Wein mehr. Na, dann geh doch nach Hause, Mensch. Was? Gib lieber meiner Freundin etwas. Ja, du bist hier wohl die Lagerangestellte. Erstaunlich, wie gut sich der Wein verkauft. Vielleicht kommen die Leute ohne nicht mehr aus? Ja, das kann auch so eine Folge der industriellen Welt sein. Ne? Alle Menschen sind so gestresst, dass die auch mal einen Schluck Wein brauchen, sich besaufen müssen, um mal abschalten zu können. Ne? Ich studiere hier, da man sagt, hier gibt es den besten Wein. Wir haben so viele Bestellungen, dass wir kaum nachkommen. Ja, also auch hier hat sich sehr viel getan. Wahnsinn. Die Kleidung ist hier teuer und das Design ist etwas altmodisch. Ach, hier die Nettie. Die Nettie. Aber immerhin, hat ja auch jetzt immer noch ihre Boutique hier, hätte ich nicht gedacht. Aber sie arbeitet immer noch allein. Ah! Was die Leute auch sagen, ich gebe mein Geschäft niemals auf. Na, ist schon schön. Und du verkaufst hier immer noch gute, handgemachte Croissants. Klar, her damit. Bin ja schon Stammkunde bei dir, ne? Auch wenn du manchmal nicht so gutes Zeug hast, aber heute war es wieder gut. Ja, komm her. Prinzessin Melina wird seitdem vermisst. Vielleicht hat Melina den König ermordet. Ach, du lebst aber in der Vergangenheit, oder? Guck mal hier die Mädels. Boah. Was die für einen Laden haben. Alter, guckt euch das an. Oh, das finde ich so cool, ey. Ich erhielt viele Bestellungen, nachdem ich dir... Ja, alles klar, das ist alles nicht neu. Okay. Ah, die hat viel mehr Mitarbeiterinnen jetzt. Wir haben Mam Nettys Laden verlassen, um Mary zu helfen. Willkommen in Marys Laden. Lustiges Kostüm. Ein provokantes Outfit. Schützt vor eisiger Kälte. Ja, das wird bestimmt das, Ne, ich will hier raus. Das wird bestimmt das Inventar zupacken. Also ich hätte jetzt gern was gekauft, aber naja, ist mein Inventar wieder voll. Ihr könnt doch gar nicht alle den Laden verlassen haben. Da haben doch nur drei gearbeitet.
Ja, also auch sehr cool. Ach mein Gott, das ist jetzt mehr hier so ein Sightseeing-Park als alles Part als alles andere. Das Reisebüro. Ich las den Reisebericht eines Mannes namens Heini. Oh, das können wir auch schon. Das Touristenbüro hat viele Reiseinformationen über andere Städte. Die Menschen erfahren durch uns viel über fremde Länder. Aber leider haben wir nicht alle Informationen. Wenn du Fotos aus fremden Ländern hast, würde ich sie gerne sehen. Da müssten wir doch was dabei haben. So. Hey, wie ich sehe, fotografierst du gerne. Darf ich sehen? Liberita. Wie schön. Aha. Seeheim, wie schön. Aha. Mist, jetzt haben wir immer noch kein Goldküstenfoto. Ja, ich glaube, dann haben wir jetzt hier alles gesehen, ne? Haben wir jetzt hier... Warte mal, scheiße. Jetzt müssen wir hier nochmal die Briefe nehmen. Jetzt, ach, das habe ich natürlich total verbaselt. Wir gucken mal, ob die Mädels hier was machen können. Guck mal hier, Seeheim ist in Not. Dieser Brief. Du meinst doch nicht. Nein, noch nicht. Wie bitte? Ein Brief von Leuten, die ein schreckliches Feuer überlebten. Oh. Oh, ich verstehe. Das unterstütze ich natürlich. Ich verfüge über etwas Geld. Super. Haben wir jetzt den Brief schon abgegeben? Gut, sehr gut. So. Nettie hilft wahrscheinlich nicht, so wie ich die olle fette Kuh kenne hier. Ah, siehst du, das interessiert die keinen Meter. Ah, dann lass uns doch in Ruhe, blödes Vibe. Aber der hier, oder? Der ist uns doch hier auch zu Dank verpflichtet, also. Warum trägst du diese Briefe bei dir? Bist du ein Postbote? Was? Eine von Feuer zerstörte Stadt? Das ist furchtbar! Ich werde etwas, ich werde etwas zum Hilfsfonds für die, für den Aufbau der Stadt beisteuern. Mein Gott, ich lese ja heute schon wieder Scheiße her. So, wer könnte denn noch? Da ist eigentlich keiner mehr. Bei Marcel waren wir. Vielleicht Pierre, oder? Pierre könnte noch. Wen haben wir vorhin was gegeben? Pierre oder Marcel? Gucken nochmal. Was ist das für ein Brief in deiner Hand? Von einer Freundin? Wow! Einigen geht es ziemlich gut. Ich werde auch spenden. Es ist nicht sehr viel, aber Kleinvieh macht auch Mist, oder? Ich danke dir, Mann. Super, Pierre. So. Und Marcel hat ja, glaube ich, schon... ein erhalten, ne? Ich glaube, dann haben wir nämlich alle abgegeben. Ich glaube, ja. Gut, dann geht's jetzt mal schnell nach England, würde ich sagen. Oh mein Gott, ich werde in diesem Part wieder nicht fertig. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das noch so lange dauert hier alles, aber... Ach, sieht einfach so geil aus hier. Gehen wir hier mal schnell zu Wasser, übers Mittelmeer, so... Da müssen wir nicht über die Grenze, ne? So. Der Sir Fritz. Moin. Oh, was ist das für ein Brief da? Zeig ihn mir. Hm, mein Gott. Stadt muss geholfen werden. Ich schicke einen Geldboten zum Wiederaufbau der Stadt. Super, echt gut. So, und jetzt machen wir uns noch ganz schnell auf den Weg zur Goldküste. Da müssen wir jetzt ein Foto machen und ich hoffe, die Landebahn ist da auch fertig. Dann können wir nämlich vielleicht mit dem Flugzeug zurück nach Liberita. Weil wichtig ist noch, wir müssen, glaube ich... muss Seeheim erst für aufgebaut werden, weil wir müssen noch Fotos von der Goldküste machen und die müssen wir dann in Liberita, Seeheim und Loire abgeben.
damit ja, die Menschen der Welthauptstädte auf diese wunderschöne Stadt in Australien aufmerksam werden. Ach, ich freue mich so, dass das jetzt alles klappt. So, oh, hier ist aber noch keine Landebahn. Ach so, wir müssen ja die Skizze erst abgeben, ne? Oh. Okay. Ach so, Foto machen. Bevor wir das vergessen. So. Zack. Ich glaube, es ist egal, wo man die Fotos macht. Ich gehe nochmal schnell oben auf die Farm. Mal gucken, was der Typ sagt. Wir haben ja sein Filet abgegeben. Vielleicht dankt er uns ja. Und wisst ihr, vielleicht. Na, den Brief nehmen wir gleich. Erstmal quatscht man so an. Als ich dir das Filet gab, fiel mir etwas auf. Das Fleisch ist zwar gut, doch ich muss es per Schiff verschicken. Bis es ankommt, wird es schlecht. Was soll ich nur tun? Na, ich habe die Lösung schon parat, aber das werde ich dann dem Bürgermeister sagen. Und guck doch mal, vielleicht hast du ja Interesse an so einem Brief. Schade. Okay. Dann eben nicht. Dann auf zum Bürgermeister. Wo war der? Hier, ne? Oder? War der hier? Jawohl. Dafür brauchen wir jetzt einmal die Skizze. So. Was? Was hast du da? Was? Was? Kann man damit Landeplätze für Flugmaschinen bauen? Wir reden gerade über Möglichkeiten, die Stadt attraktiver zu machen. Können wir die Skizzen haben? Sicherlich, natürlich. Das ist ganz im Sinne desjenigen, der mir die Skizze gab. Großartig! Auf diese Weise werden uns mehr Leute besuchen. Wir werden sofort mit den Bauarbeiten beginnen. Klasse, oder? So. Fotos haben wir gemacht, ne? Gibt es hier jemanden, der genügend Geld haben könnte, um Seeheim zu helfen? Wie viel haben wir denn jetzt noch? Wie viele Briefe? 4 Stück noch. Oh mein Gott, wo müssen wir die denn jetzt hinbringen? Was hatten wir hier? Wo bist denn du? Von der Goldküste aus findest du den Odemfels im Westen. Laber mich doch nicht voll, Mann. Entschuldigung, aber... Oh, ist ein bisschen unnötig da, dass der mich da so voll quatscht, ne? Ins Geschäft muss man nicht. Was hatten wir hier? Was du denn für einer? Ich werde die Stadt verlassen, wenn noch mehr Touristen kommen. Oh. Ich bin dafür natürlich nicht verantwortlich, ne? Wir hauen lieber ganz schnell wieder ab. Nehmen wir ein Hotel. Wo gibt man denn jetzt noch die Briefe ab? Da oben waren wir ja, ne? Sea House, was haben wir hier? Ach, guck mal. Hallo, bei uns gibt es Krabbenbrote für nur 15 Taler. Wir sind stolz auf unsere Preise. Na, probieren wir mal, oder? So. Ist das All Can You Eat oder was? Oh, tatsächlich. Also vorzüglich. Also das muss ich auch mal probieren. Boah, lecker. Und das ist wirklich sehr gut. Und oh, da komme ich nicht ran. Scheiße. Die jetzt meckert? Isst so viel du möchtest. Ja, siehst du. All can you eat. Ja, super. Dankeschön. Ja, ich glaube, dann lassen wir das Ganze jetzt hier ausklingen. Hier in diesem Ort wird einem richtig warm ums Herz. Atemberaubend.
Ich glaube, ich muss schon mal so ein wenig recherchieren, wo wir jetzt die letzten Briefe noch abgeben. Wahrscheinlich in Liberita, ne? Weil da haben wir ja jetzt, glaube ich, noch nichts abgegeben. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir ins Hotel. Die halbe Stunde ist rum. Können wir bei dir auch noch was essen? Kokosmilch für eine 10 Taler. Willst du was, willst du etwas Kokosmilch? Ja, probieren wir auch, ne? Jetzt haben wir so viel Fisch gegessen, können wir auch noch Kokosmilch trinken. Dankeschön. Was hast du noch zu sagen? Nix. Okay. Gut, dann übernachten wir hier in Australien. Na, die Skizze haben wir abgegeben. Und wir haben, ja, haben die Briefe halt noch. Okay. Gucken wir mal schnell, ob es hier irgendjemanden gibt, den wir anquatschen können. Schön hier. Aber mit jemand anderem? Oh, den könnte ich wohl nicht leiden. Ich kam mit dem Schiff aus Awola. Es war eine tolle Reise. Ich schweige wie ein Grab. Seht ihr? Geht doch Tourismus schon los hier. Super. Auch wenn die mit dem Schiff gekommen sind. Ne? Okay, dann gib mir doch bitte ein Zimmer. Schön, dass du mein Hotel beehrst. Gefällt es dir hier? Niemand kommt hierher. Deswegen will ich nur 5 Taler. Bleibst du? Gut, nimm das rechte Zimmer. Und damit vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Freue mich, wie immer, natürlich jetzt wieder so diese ganzen Standardsprüche, ne? Freue mich natürlich, wenn ihr zum nächsten Part wieder reinschaltet. Wenn ihr mir ein Feedback dalassen würdet, wäre das auch super. Und ja, ansonsten bleibt mir dann auch nur noch einen wunderschönen Tag noch zu wünschen. Und wir hören uns wieder zu einem anderen oder dem nächsten Terranigma-Video. Bye, bye. Euer Längster.